Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und schaut mal, wir gucken uns heute mal gemeinsam das nächste Cumin Set an. Und zwar die Setnummer W1929, das Hunting Down Carrier Vehicle. So, auf Deutsch der Autotransporterüberfall. Irgendwie viel einfacher, oder? Nettes Bildchen vorne dran, kleiner Flitzer mit dabei, riesen Autotransporter. Von der Rückseite, dasselbe Set, das Auto ist diesmal auf dem Hänger. Wir haben noch ein bisschen Werbung für ein paar andere Sets und die Maße und so einen blöden Aufkleber drauf. Auf der Seite finden wir die vier Minifiguren. Illa, Kevin, Bertron und Erik. Habe ich auswendig gelernt. Der Karton hat einen schönen Tragengriff, das finde ich echt cool. Ansonsten, nettes Kartonchen. 441 Teile, 4 Minifiguren. Wir werden mal reinschauen. Ah, der ist noch versiegelt. Beim letzten Mal waren da Tesastreifen drüber. Okay. Dann war der letzte wohl irgendwann mal aufgegangen. Egal, er war vollständig. Alles gut. Na toll. Das ist ein billiges Messer, sage ich euch. Oh, wir haben auch diesmal einen Schuber und wir sind nicht bei Singbao, das heißt, es ist Richtung eingepackt. So. Füllung ist okay. Bauschritt 2, Bauschritt 1, Bauschritt 3, Bauschritt 4, eine große Blade, zwei Leiterchen, eine Anleitung mit Fähnchen, das heißt, da ist ein Sticker drin. Kann man das noch reinschieben? Ja, komm. Die Kartons waren dann eh in Müll. Also, ich heb keiner. Na, komm doch her. Das wehrt sich. So. Anleitung. Ach, das sind einzelne. Ich mach's ab, komm. Dieselben Hochglanzdinger wie bei dem anderen Set. Police, Justice, ja, 1929 Cumin, alles gut. Aufkleber, Kinderset, alles gut. Ich denke, wir haben vier Bauabschnitte. Wir haben auch diesmal einen Teiletrenner mit dabei. Schauen wir uns gleich mal an. Haben wir vier Bauabschnitte? Ich meine, ich hatte ja schon Tüten gehabt. Jawohl. Gut. Cumin-Anleitung. Ausgegraute vorhergehende Bauschritte. Neue Bauschritte werden in Vollfarbe dargestellt. Schöne große Bilder. Ich erwarte keine großen Hindernisse bei der Anleitung. Ist für Kinder gemacht. Also für mich. Wieso haben wir jetzt hier Beete vorstehen? Die heißen alle B. Okay. Ah. Also wir haben Bauschritte A bis bis 15. Und dann haben wir B-Bauschritte. Fragt mich nicht. Und B geht bis A. Okay. Merkwürdig. Ach, okay. In Bauschritt A bauen wir das kleine Autochen. Da. Und in B bauen wir dann den großen Transporter. Und B62, keine Ahnung. Also bis B55 vorne den Transporter und B62 hinten noch irgendeinen kleinen Kram. Okay. Hätten wir das auch verstanden. Hatte ich ja noch nie gemacht. Cool. Ich packe mal den ersten Bauabschnitt aus und dann schauen wir uns mal die Teilchen an. Ich habe die Teilchen hier so ausgebreitet. Wir haben sehr viel Schwarz dabei. Figürchen habe ich zusammengebaut und die schauen wir uns mal kurz an. Und zwar haben wir hier auf der einen Seite die Bösen. Das ist Erik und Bertrand.
Und auf der anderen Seite haben wir die zwei Polizisten oder Polizistinnen. Das ist Ela und Kevin. Prima. Ich finde die Figur nach wie vor cool. Ela. Hatten wir schon in dem anderen Set. Habe ich also zweimal Ella. Prima. Wir haben wieder jede Menge Arme und Beine und Hände übrig. Und zwar haben wir Arme von jeder Figur, einen rechten und linken Arm übrig. Von den Händen allerdings nur eine. Wobei mir jetzt noch hier irgendwo eine fehlt, glaube ich. Oder ja, zwei Personen haben graue Hände, deswegen habe ich auch nur eine graue übrig. Arme müssen sie doppelt beilegen, weil wäre ja blöd, wenn jetzt der rechte kaputt geht und ich habe den linken doppelt. Gute Start. Nettes Konzept. Und jetzt baue ich mal das kleine Police-Autochen und dann schalte ich wieder rein. Ja, mit dem ersten Bauabschnitt habe ich jetzt das kleine Brummrum gebaut und wir haben angefangen, wir haben das Chassis vom Anhänger gebaut. Gucken wir kurz drüber. Standardteile. Schön stabil, große Blade obendrauf. Prima. Schön gemacht. Coole Sache. Noch coolere Sache. Das Auto. Also ich habe schon eigene Sets von Fahrzeugen gesehen. Die waren nicht so toll ausgearbeitet wie das. Das sieht wirklich cool aus. Ein Polizeiauto Cabrio. Da sollen natürlich Aufkleber drauf mit Police und so. Ja, ihr wisst Bescheid. Habe ich nicht dran gemacht. Rollt wirklich gut. Hat so die ganz kleinen Reifen. Ich würde sie jetzt als Reifen von einem... ich wollte Quatsch sagen, ist ja blödsinnig. Von einem... Ja. Kart. Kart war das Wort, das ich gesucht habe. Das ist ein Kartreifen. Cool. Cool. Die transparenten Teile sieht man vor allem bei dem blauen. Mega Qualität. Also absolut transparent. Schön gemacht. Cooles Auto. Zweiter Bauabschnitt liegt hier. Ihr seht, die sind recht übersichtlich. Ich baue einfach weiter. Ich bin mit dem zweiten Bauabschnitt durch. Wir haben hier so die Basis von dem Truck gebaut. Bisschen Trailer hinten dran. Das Auto passt da auch drauf. Hui. Prima. Ich finde die Farbe immer noch knalle. Cool, dieses türkisblau Hammer. Im dritten Bauabschnitt, ich sehe, die sind alle sehr übersichtlich. Wir haben hier eine Frontscheibe, die hat leichte Mikrokratzer. Aber ich finde dieses leuchtende Gelb ist einfach nur der Knaller. Mega coole Sache. Sie ist okay. Sie hat wirklich ganz kleine Kratzer drauf. Alles im Bereich. Es ist ein Spielset. Nach einer Woche wird diese Scheibe eh nicht wieder zu erkennen sein. Ich habe den dritten Bauabschnitt fertig bekommen und schau dir mal, was für ein cooler Truck. Echt klasse. Über die eine oder andere Farbe könnte man sich streiten, werde ich im Fazit nochmal drauf eingehen. Aber ansonsten mega cool, super stabil. Was ich vergessen habe, auch bei dem Auto, das Ding hat Türen, die man öffnen kann. Man muss es erwähnen mittlerweile. Das Auto übrigens auch. Zeige ich auch nochmal kurz. Da, Türen gehen auf. Wobei bei dem Cabrio es auch nicht so wichtig wäre. Ich finde den cool gestaltet. Wir hatten hier so ein spezielles Teil mit dabei, das kannte ich noch nicht. Noch nie vorher gesehen, aber es macht diesen Truck wirklich cool. Und wenn diese Mücke nicht gleich verschwindet, habe ich sie erschlagen. Ich finde den klasse. Echt cool gemacht. Schön. Jetzt bauen wir im letzten Bauabschnitt so eine Art Anhänger hin. Da bin ich mal gespannt, ob man den so hochklappen kann. War ja auf dem Bild, ja, den kann man bestimmt, das wäre ja mega cool, oder? Wir werden es rausfinden. Und da hätten wir ihn, den Autotransporter Überfall. Ein Riesending, oder? 40 cm bis Ende, 48 cm mit Laderampe. Das Auto, dann kommt, wenn wir gerade ein Ding in der Hand haben, 12 cm mal 5 mit Spiegel 6 und hier an der breitesten Stelle 9. So, wir streiten uns auch nicht drüber, dass hier hinten die Rampe nicht wirklich befahrbar ist. Es ist ein Kinderset, das Auto passt da drauf, das wird hier in den Dingern geführt, das funktioniert.
Das Auto ist übrigens mega cool als Beigabe, absolute Knaller. So, wir kommen mal, wir machen mal die Standardsachen durch, damit ich das hinnehme, habe sonst vergesse ich. Einzelteile ein paar übrig, Arme, Hände, ein paar Einmal-Eins-Teilchen, eine Hingeblade und dieses komische Teil, wo der Spiegel dran festgemacht ist. Minifigürchen habe ich euch schon gezeigt, Aufkleber, zeige ich euch nochmal, blende euch auch mal ein Fotoschen ein. Ich finde die Figuren knaller. Durch diese großen Bubbleheads haben die richtig Möglichkeit, die Gesichter zu gestalten. Und ich finde das cool gemacht. Ich finde das wirklich cool. Bin ich zwar einer der wenigen davon, aber finde sie halt hübsch. Was will ich machen? Anleitung, super, super easy. Für kleine Kinder gemacht, 6 plus. Kann jeder nachbauen. Absolut klasse gemacht. Trotzdem nicht übertrieben. In vielen Fällen wird erst ein Stück auf der einen Seite gebaut, dann wird dasselbe Stück auf der anderen Seite nochmal gebaut. Wer das weiß, ein bisschen älter ist, der wird automatisch, so wie ich das gemacht habe, gleich beide Seiten gleichzeitig bauen und überspringt ihr einfach die 2-3 Bauschritte in der Anleitung. Ich habe 25-30 Minuten gebraucht. War das gegessen. So. Knalle. Knaller. Ich bin davon derartig beeindruckt. So eine simple Technik. Genial. Einfach nur genial. Jetzt muss ich ja nochmal messen. Weil so ist der Truck 28 cm lang. 28 ist gut. Ich finde das heftig. Ich finde diese Funktion absolut geil. Der ist auch recht stabil. Super Sache. Eine kleine Kritik. Aber unter der Kategorie absolut vernachlässigbar einzuordnen, bitte ich zu bedenken. Wir haben hier Flat-Silber-Teile dran, mal abgesehen von der Leiter. Haben wir hinten Flat-Silber. Wir haben sogar hier im Unterbau Flat-Silber. Warum haben wir das hier nicht? Ich hätte so gern hier vorne den Kühlergrill, Kühlelemente oder hier die zwei Auspuffrohre in Flat-Silber gehabt. Am liebsten noch in Chrom, aber Kinderspielzeug und Chrom, ihr wisst, das ist nicht ganz so optimal. Außerdem hält Chrom nicht so gut. Aber in Flat Silber, komm, das wäre es doch gewesen. Man muss allerdings halt auch bedenken, dass das für Kinder gemacht ist. Und Kinder mögen knallig bunte Farben. Deswegen finde ich das mit dem Rot, auch mit dieser gelben Scheibe, die finde ich der absolute Knaller. Findet sich auch in den Lampen wieder. Es ist okay. Aber ich als Erwachsener hätte mir halt gewünscht, dass das hier in Chrom bzw. Flat Silber wäre. Ist okay. Deswegen ordnet es so ein. Wäre schön gewesen, wenn. Was sagt ihr zu dem Set? Coole Sache, oder? Es hat unter 20 Euro gekostet. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe für alle drei Q-Man-Sets zusammen 34 bezahlt. Gut, es ist 40% reduziert. Sagen wir mal 60 Euro für alle drei Sets. Also es war unter 20 Euro dieses Set. Auch im Originalpreis. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Wie gesagt, Johnny hat es nicht mehr, wenn ich das veröffentliche. Da ist dann Cumin nicht mehr vorhanden in diesem Laden. Was ich jetzt allerdings echt schade finde, jetzt wo ich die ersten Cumin-Sets gebaut habe, die Fliesenqualität ist perfekt. Kann ich selten zu irgendeinem Set sagen, es sind die besten Fliesen, die ich je in der Hand hatte. Sie sind kratzerfrei, sie sind schlierenfrei, sie haben keine Angusspunkte mittendrauf. Man sieht noch nicht mal die negativen Noppen oben durch die Schicht durch. Wie das selbst bei Lego oder GoBricks oder was auch immer Panlos der Fall ist. Die sind einfach perfekt. Die sind super. Wir haben hinten 2x8 Fliesen. Ich komme mal näher an die Kamera. Schaut euch die Dinge an. Versuchen wir so zu drehen, dass auch wirklich sich alles spiegelt. Was ihr da seht, sind meine Fingerpatsche. Die sind klasse. Noch nie so gute Fliesen gesehen. Hammer. Vielleicht soll ich doch mal so ein Teilekonvolut von Q
Cumin kaufen beim Johnny, solange es das noch gibt. Wir schauen mal. Ein wunderbares Set. Was denkt ihr drüber? Schreibt es mir unten drunter, sagt mir eure Meinung. Ich finde es eine super Alternative zu City. Coole Sache. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag und denkt immer dran, Glembausteine verbinden.